Hallo, heute geht es um die Basisqualifikationsprüfung Industriemeister NTG aus dem Frühjahr 2010 und es geht um die Aufgabe 2. Die Aufgabe 2 beschreibt das Problem, dass eine Kugel oder ein Körper aus Stahl mit 1 Kilogramm Masse in einen Wasserbehälter getaucht wird, der sich dann erwärmt. Gefragt ist, nachdem die spezifischen Angaben gemacht sind, welche Temperatur der Körper am Anfang gehabt hat. Also gehen wir auch hier wieder, um den Sachverhalt uns zu schildern, von einer Skizze aus. Und wir versuchen die Problemlösung mal derart, dass wir uns den Stahlkörper hinschreiben, also Stahl. Der hat 1 Kilogramm und wir haben das Wasser, im Grunde der Wassereimer, in dem 8 Liter Wasser vorhanden sind. Die Daten sind folgendermaßen gegeben, dass die Anfangstemperatur Theta 1 vom Wasser 18 Grad ist, dass die Endtemperatur vom Wasser 29 Grad ist und das ist zunächst für das Wasser alles. Da es sich ja hier um eine Energiemengenberechnung handelt, wie man unschwer erkennt, können wir uns natürlich sofort die Temperaturdifferenz für das Wasser ausrechnen. Wir rechnen immer Delta Theta Endtemperatur minus Anfangstemperatur sind 11 Kelvin. Naja, es ist nicht schwer zu überlegen. Das Wasser hat auch eine Anfangstemperatur Theta 1 und auch eine Endtemperatur Theta 2. Und über die Kopplung dieser beiden Gebilde können wir sofort sagen, die Endtemperatur vom Wasser beträgt 29 Grad Celsius. Was wir nicht kennen, ist die Anfangstemperatur und die ist auch gesucht. Also.